Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video aus der Serie Gesunde Verdauung und es geht um den Reizdarm. Es geht um die Frage, was ist eigentlich ein Reizdarmsyndrom? Das Reizdarmsyndrom ist eine Ausschlussdiagnostik. Wenn man von dieser Stelle beginnend das Thema aufrollen wollte, dann kämen wir nicht zum Ende. Aber eines kann ich sagen. Ein Reizdarmsyndrom bedeutet, dass Sie eine übersteigerte Aktivität Ihres Darms haben, für die es verschiedenste Gründe geben kann. In der Regel nach den Leitlinien keine eindeutig zuordnenbare, denn sonst heißt die Diagnose anders. Wenn Sie alles untersucht haben und nichts gefunden haben, dann haben Sie unter Umständen nicht nach dem Gehalt kurzkettiger Fettsäuren im Stuhl geschaut. Die kurzkettigen Fettsäuren sollen nämlich von der Säuerungsflora des Dickdarms gebildet werden. Und damit die Säuerungsflora das auch tut, muss sie sich wohlfühlen. Und dafür braucht sie komplexe Kohlenhydrate, Oligogalaktose, Oligofructose, stabilisierte Stärke. Und sie braucht Quellstoffe, denn der Dickdarm dickt ein, dann wird es hart und fest. Und die Keime des Dickdarms, die Bakterien des Dickdarms, möchten gerne auch etwas haben, wo sie sich andocken können. Wenn die Bakterien sich in diesem Ambiente wohlfühlen und sich vermehren, eine Familie gründen und freiwillig Steuern zahlen, nämlich kurzkettige Fettsäuren bauen aus diesen eingangs erwähnten komplexen Kohlenhydraten, dann verfügen wir über die Essigsäure, die Propionsäure und die Buttersäure. Die Essigsäure entscheidet über die Aktivität. Habe ich sehr wenig, habe ich wahrscheinlich einen sehr trägen Darm. Habe ich zu viel, habe ich wahrscheinlich ein Reizdarmsyndrom oder zumindest einen überaktiven Darm. So, aus der Essigsäure wird die Propionsäure gebaut. Die Propionsäure wirkt antientzündlich, das heißt, wir haben eine Beruhigung im ganzen Körper, sowohl im Darm als auch zum Beispiel in den Gelenken, aber auch im Gehirn. Komplementärmedizinisch findet man Überlegungen, wie setze ich Propionsäure ein, sogar wenn es um die Behandlung der Multiplen Sklerose geht. Buttersäure stinkt wie faule Eier und zu viel davon heißt also, da arbeitet einer zu viel, ich habe zu viel Buttersäure. Aber die Buttersäure ist im Grunde genommen auch die Grundnahrung für die Darmschleimhaut. Und die Zellen, die Darmschleim produzieren, müssen im Grunde genommen diesen Schleim an der Basis immer wieder neu bilden und den alten Schleim oben wegschubsen. Und dann kommt der Müllmann, der Darmschleimhaut, der Herr Ackermann sermuncifila, und sammelt den Schleim ein. Das macht er allerdings nur, wenn er auch über Mülltüten verfügt. Und Mülltüten sind ihre Quellstoffe. Und da kommen wir wieder zu den Empfehlungen, die da gelten. Üblicherweise sollten Sie mindestens 30 Gramm am Tag zu sich nehmen. In den Verzehrprotokollen, die ich hier so in der Praxis habe, haben die meisten Patienten, die sich schon sehr gut um ihre Ernährung kümmern, Werte von 15, 16, 17 Gramm pro Tag. Hätte man jetzt mehr Faserstoffe, dann hätte man erstens eine größere Stuhlmasse, man hätte mehr Wasser gebunden, man hätte mehr gereinigten Schleim, das heißt die Stuhlsäule hat von außen noch eine gewisse Schleimumhüllung, die ist besser flutscht, die also die Haftungsfähigkeit reduziert. Damit ist der Darm von innen reiniger, damit brauchen wir keine Klobürste mehr, damit brauchen wir relativ wenig Toilettenpapier. Und wir erkennen, dass der Anteil der Bakterien zunimmt. Denn die Hälfte der Stuhlmasse sind in der Regel Bakterien. Und wenn ich über diese Quellstoffe den Bakterien das Ambiente verbessere, die Infrastruktur verbessere, dann habe ich auch mehr Bakterien. Dann habe ich auch eine bessere kurzkettige Fettsäurenproduktion und in der Regel weniger Auswirkungen im Sinne eines Durchlässigkeitssyndroms, auch als Leaky Gut Syndrom bekannt, oder im Bereich von Entzündungen, was man zum Beispiel am Kalprotektin messen kann. Das Thema Reizdarm ist so komplett, dass ich natürlich jetzt noch nicht alles erzählt habe und daher werden Sie in den nächsten Wochen noch einige Folgeserien dazu bekommen.